Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Luca und ich essen wieder Nudeln. Ich habe in den Kommentaren gesehen, dass beim ersten Teil ganz viele gesagt haben, dass wir mal einen Knickerkurs belegen sollten. Was willst du trinken? Oh, eine Cola Zero! Stilles Wasser. Stilles Wasser. Wir sollen einen Knickerkurs belegen, ich hab mal einen. Echt? Ist anscheinend nicht so. Nicht still. Nur mit Cola. Egal. Oder nee, dann nehme ich eine Apfelschorle, die der von Boah, Fritz ich nehme auch eine Apfelschorle. Einfach alles einmal anfassen. Boah, Apfelschorle ist so lecker, ne? Müssen wir aber da sagen, dass wir negativ getestet wurden heute Morgen? Wir sind negativ getestet, Mädels. Haben das auch abgehauen. Wir haben übrigens uns jetzt Apfelschorle. Luca, heute 2 Portionen, ne? Mhm. Geil. Ich habe ja noch mein Mettbrötchen, ne? Stimmt. Aber das hebe ich mir für die Rückfahrt in Lukas Auto auf, damit es extra steht. Heute ist Freitag, ne? Ja. Du bist Montag wieder zurück. Aha. Und wann fahrt ihr los nach Bielefeld? 14 Uhr. 14? Mhm. Nein, ja. Um 16, 17 Uhr. Dann können wir ja noch das Video aufnehmen, oder? Ja, ich weiß. Okay. Aber eigentlich habe ich keine Zeit. Ich muss auch Wäsche waschen. Dana tut so, als ob Wäsche waschen heißt. Nur weil die Waschmaschine eine Stunde läuft, hat man keine Stunde Zeit. Ja. Wir fahren zu dir, packen deine Wäsche rein, gehen jetzt halt zu mir Video aufnehmen, dann geht's nach Hause und ist die Wäsche fertig. Boah, nein! Nein! Es ist auch selten dämlich, Spaghetti Bolognese mit einem weißen Oberteil zu essen. Nein! Was ist das? Dana, du tust so, als hättest du doch nie gekleckert und jetzt gerade das erstmal du. Ich klecker jeden Tag! Ich kenne keinen Menschen, Hami, kennst du einen Menschen, der so viel kleckert? Nee, ne? Boah, Hami, was hast du denn für geile Blüte bestellt? Muss ich probieren? Mhm. Ist das Spinat? Ich glaub schon. Geil, gönn dir, Budi. Danke, guten. Wie wird der Laden heißen, wenn Spider-Man eine Näherei aufmachen würde? Spie-Naht. Spider-Neat? Spie-Naht. Wegen Spider. Spie-Naht. Hast du eigentlich auch mal coole Sprüche auf Lager, Luca? Hallo, ich bin Luca. Ich habe 2 Beine und zwischen meinen Beinen hängt Gott. Den hast du geklaut? Ja. Von wem nochmal? Mo, ne? Mo. Wusstet ihr, dass Mo und ich uns lieben? Mhm. Sondern einfach ein Freund. Mhm. Und du eine Freundin. Mhm. Ey, meine Schwester ist ganze Familie an, Alter, ne? Ich bin kein Mensch, der so viel reden will wie die. Soll ich dran immer gehen? Wenn ich mit dem ruf die an. Ich habe übrigens keinen Freund, leider. Geht's denn nicht mehr dran? Fritz Spritz Apfelschorle. Willst du auch gerne, dass der Fritz bei dir mal was spritzt? Mhm. Was krieg ich, wenn ich das so mache? Gar nichts. Arschfritz, Junge. Kommst gar nicht so hoch. Mein Arsch hat ein ganz anderes Niveau-Level. Am Arschbohrer. Arschbohrer. Guck mal, die steht auf mich. Was laberst du? Arschbohrer, okay. Großbrater. Ja, sag's mal. Brata, Bratinas, Braturas. Wahrscheinlich Kapital Bra, ne? Ey, Luca, was machst du jetzt WE ohne mich? Heulen. Naja, kann ich verstehen. Und ich habe mir Wochenende eigentlich freigehalten. Nein! Ja! Ey, wir sind doch so schön chaoten. Zu Beginn noch so, wir brauchen keinen Knickekurs. Ja, was hast du dir Wochenende freigehalten? Eigentlich habe ich es mir freigehalten, aber ich glaube, ich werde einfach durcharbeiten. Michelle ruft schon wieder an.
Komm, stell sie einfach mit dazu hier. Dann geht die nicht dran. Jetzt, nochmal. Hi, Michelle. Mein FaceTime ist komplett behindert. Du bist im Vlog. Was machst du? Du bist im Sandras Vlog. Sag hi. Hi. Hey. Hey, Mäuse, wer ist denn jetzt heute alles dabei zu Hause hier? Nur Alex und Sarah und Pink und ich. Aber ich bin eigentlich nicht dabei, ich bin meine Mama. Aber ich fände es auch schön, wenn Philo kommt und Hami. Wir schaffen es nicht, Michelle. Ich fährt heute auch nach Köln, nach Hause, abends irgendwann. Michelle, wir müssen jetzt auflegen, leider. Ich denke, ich schaff's nicht. Oh, du siehst aber hübsch aus. Danke. Danke. Nicht ihr. Wir quatschen später, okay? Dann tschüssi. Ich schaue Luca übrigens die ganze Zeit an, weil er einen Eiterpickel da hatte. Den würde ich gerne ausdrucken. Deswegen schaust du ihn an? Mhm. Der ist hier. Ich bin so crazy. Ah, egal, ich sag nichts. Was willst du da? Hast Meinungsfreiheit? Erzähl. Schaut mal das Serien. Sitzt denn nicht? Ey, ich mach gleich Schleuder auf dich, Junge. Schleuder? Ey, gehen die noch früher so? Ja. Wer mag noch mal so gern Brennnessel? Sandra macht das so gern. Ja. Magst du das gern bei anderen oder wenn die Leute das bei dir machen? Mhm. Thomas, kennst du Brennnessel? Machst du jetzt gern Brennnessel bei Thomas? Warum nicht? Sandra macht immer so Kindersachen, die kneift und macht Brennnessel und so. Kennt ihr noch Eisbein? Das hast du mir letztens gegeben, Junge. Ja. Aber auch ein Eisbein zwischen den Beinen. Oh mein Gott. Was hätte ich besser nicht machen sollen? Sit down. Ich nehme die zweite Person mit nach Hause, ist das okay? Ja, klar. Nein, ist die jetzt. Okay. Für die Gains. Schmeckt das? Ja, aber ich will in der Folge nicht so pumpig da sitzen, weißt du? Wenn man so voll viel gegessen hat. Juckt mich nicht. Und du redest ja auch nie. Ja, ich bin einfach nur fürs gute Aussehen dabei. Alle werden mich so roasten, wie ich esse, ne? Sorry. Wenigstens hast du ein Tuch da drin. Ja. Luca, du bist ja manchmal schlau. Warum sind da so zwei Bälle? Die wollten die Größe meiner Hodensäcke nachbauen. Und warum bist du dann so dünn? Ich hab, das ist wie so ein, wie heißen diese Fische? Wie so Mrs. Pappfische. Kugelfisch. Wie so ein Kugelfisch. Die können sich auch unter kleiner sein. Ja, mach mal. Nee. Warum nicht? Siehst du doch eh schon jede Nacht. Dann wundert ihr euch über die TikToks. Ich mache die Anspielungen nie. 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 Oder? Ja. Vielleicht will er ja, dass es öffentlich wird. Was soll denn öffentlich sein? Hami. Petro? Ich höre, Petro singt in jeder Story, aber es hört sich gut an. Aber ich denke mir auch so. Er ist halt Musiker, was soll ich sonst machen? Auch mal reden. Warum? Wir waren bei dem Saus Fußball gucken, auf einmal ein paar Klavier aus, fängt an zu singen. Für dich? War schon eifersüchtig. Alle Männer sind eifersüchtig irgendwie auf andere Männer. Sit dann nicht. Sit dann nicht.
Boah, ich hasse dieses Zittern, ich das eigentlich voll Opfer. Ja, unnormal. Ich krieg sie mir auf den Kopf. 16 Whiskers. Sorry, I was busy, but I'm just yours. Nur nochmal zum Verständnis, du lädst das jetzt wirklich einfach so hoch. Ja. Schon 8 Minuten. Schon 10. Oh, okay. Ciao, Leute.